Und hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu den Patch Notes zum normalen Spiel und zu den Patch Notes für den Beta Branch. Erstens zum normalen Spiel, damit fangen wir an. Erstens, ein Bug wurde behoben, der dazu führte, dass die Main Quest in den späteren Punkten, also zum Beispiel bei der Quest Verschwörungstheorie, sich nach 10 Jahren automatisch beendete. Das ist sehr geil, das heißt, jetzt geht's endlich weiter mit der Main Quest. Nice! Ein Bug wurde behoben, der zu mehreren Heiratsangeboten im Tauschhandel führte, wenn es mehrere potenzielle Kandidaten gab. Es gab wohl scheinbar den Bug, dass wenn eure Troller, die ihr heiraten wolltet, mehrere mögliche Kandidaten hatte, dass sie dann mehrfach im Handelsfenster aufgetaucht ist, irgend sowas. Des Weiteren wurde ein Problem behoben mit den Überzahlungen im Tauschhandel. Das heißt, es konnte dazu kommen, dass ihr Überzahlungen hattet, also mehr rausbekommen habt, als euch zustand. Nicht ganz so häufig aufgetreten, aber ja. Ein Crash wurde behoben, der durch die täglichen Auszahlungen und Zahlungen ausgelöst worden ist. Also immer wenn ihr am Tag Geld bekommt, dieses einmal tägliche, ja, wo euer Sold abgeht für die Truppen und so, da gab es ganz selten mal Crashs, beziehungsweise bei ganz bestimmten Konfigurationen gab es da Crashs. Ein Crash wurde gefixt, der manchmal auftrat, wenn verschiedene periodische Events auf der Karte zeitgleich liefen. Erklärt sich, glaube ich, von selber. Dann der Beta Branch. Was ist da alles passiert? Alles, was oben stand, natürlich. Des Weiteren ist was Lustiges passiert. Gewicht und Größe von verschiedenen NPCs und Truppen wurde überarbeitet, sodass weniger übergewichtige Chars auftauchen, also seltener. Aber die Änderungen für verschiedene spezielle Truppen, so wie zum Beispiel die Falxmen, wurden beibehalten. Gut, wer es braucht. Das Char-Skill-Level wird nicht mehr automatisch länger erhöht, wenn ein Spielstand von vor 1.1.0 geladen wird. Siehe letzten Patch Notes, da findet ihr, was damit es auf sich hat. Ein Crash wurde behoben, der ausgelöst wurde durch Gefangene nehmen in Verstecken. Ein Crash wurde behoben, der ausgelöst wurde, wenn ein Charakter sein Maximum an Attributen und Fokuspunkten erreichte. Der schwarze Partikelbug wurde nun auch behoben. Ich hoffe, Sie meinen das mit dem Pferd, diese Partikel da. Das ist ganz komisch manchmal. Einige Performance-Spikes wurden behoben, die während verschiedener Missionen auftraten. Und schlussendlich wurde ein Crash gefixt, der manchmal auftrat, wenn ihr als Charakter ohne Kultur in einer Schlacht gekämpft habt. Das verstehe ich persönlich nicht ganz. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wie kann man ohne eine Kultur sein? Kann man ohne Kultur reinstarten? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ihr Lieben. Nicht vergessen, das letzte war alles der Beta Branch. Der erste Teil war komplett das, was ihr auf dem normalen Klienten habt. So, das war es auch schon wieder, ihr Lieben. Haut rein, bleibt mir gesund da draußen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschö!